die eigenen vier Wände. Sie bieten nicht nur Wärme und Schutz, sondern auch ein Gefühl von Heimat und Geborgenheit. Doch Wohnungen sind rar, vor allem in den Städten. Auch in Tübingen herrscht schon seit Jahren eine regelrechte Wohnungsnot. Ein Problem, das Bundesbauministerin Barbara Hendricks jetzt bei ihrem Besuch in der Universitätsstadt ansprach und ihre sozialdemokratischen Lösungsvorschläge präsentierte. Fast 28.000 junge Menschen studieren in Tübingen. Manche kommen aus dem direkten Umland, andere nicht. Sie müssen irgendwo wohnen. Aber wo? Wohnraum, vor allem bezahlbarer Wohnraum, ist in der viertteuersten Stadt der Bundesrepublik rar. Und was auch ein Manko ist, ist, dass das Land Baden-Württemberg überhaupt gar kein eigenes Programm für Städte, für studentischen Wohnungsbau hat. Das ist auch ungewöhnlich, das muss man ehrlicherweise sagen. Die meisten Bundesländer haben Programme für studentischen Wohnungsbau. Zuständig dafür sind auch die Länder. Ebenso wie für den sozialen Wohnungsbau, für den der Bund den Ländern rund 1,5 Milliarden jährlich zur Verfügung stellt. Das Manko, die Länder sind bisher nicht dazu verpflichtet, das Geld auch tatsächlich für den sozialen Wohnungsbau einzusetzen. Und es kann auch nicht im Sinne des Erfinders sein, dass Länder, die überhaupt gar keine Sozialwohnungen errichten lassen, trotzdem Geld vom Bund eigentlich zu diesem Zweck bekommen. Das waren im letzten Jahr Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Na, wenn die keine Sozialwohnungen brauchen, okay, dann brauchen sie auch kein Geld vom Bund, dann lassen sie es eben sein. Aber dann muss das Geld eben dahin geleitet werden, wo es auch dringlich nötig ist. Das ist die Voraussetzung, mit der wir es dann in der nächsten Legislaturperiode zu tun haben. Doch um sozialen Wohnungsbau betreiben zu können, braucht es natürlich auch Grundstücke, die bebaut werden können. Für die Ministerin ein weiterer Punkt, an dem es zu schrauben gilt. Mir hat mal ein schwäbischer Bürgermeister gesagt, meine Stadt ist wegen Reichtum geschlossen. Und das habe ich mir seither gemerkt. Und das stimmt natürlich, wenn man nur, ich sag mal, sozusagen gar keine Zinsen auf sein Sparguthaben bekommt, und ein Grundstück, was eigentlich bebauungsfähig ist, trotzdem nicht verkauft, weil man es irgendwie einfach nicht braucht, weil das frisst ja auch nicht viel Brot, wenn das da so liegt, ja, dann wird eben auch nicht verkauft. Die Lösung könnte vielleicht eine neue Grundsteuer sein, die auf bebauungsfähige, aber brachliegende Grundstücke erhoben wird. Das jedoch sei Zukunftsmusik und müsse nach der anstehenden Bundestagswahl angegangen werden. Natürlich unter Regierungsbeteiligung der Sozialdemokraten.